Hier geht es jetzt weiter mit unserer Podiumsdiskussion zum Thema Reclaim Smart City. Viele von euch waren wahrscheinlich jetzt schon auf den anderen Bühnen unterwegs und haben von dem Smart Home über das smarte Land und die Landwirtschaft und Stadtkonzepte sich in Workshops und auf der Bash-Bühne vorinformiert. Und wir versuchen das jetzt hier vielleicht so ein bisschen als Fokus zusammenzubinden. Und ich begrüße dann unseren Moderator Leon Kaiser, der schreibt für Netzpolitik, und seine Gäste Eva Blum-Dumonté, Stefan Kaufmann und Sibylle Bauriedel. Ja, vielen Dank. Ich werde vielleicht noch kurz was zum Format sagen. Wir haben uns das so gedacht, dass wir aus drei Perspektiven dieses Thema beleuchten, jeweils 15-minütige Kurzvorträge haben und am Ende dann eine gute halbe Stunde diskutieren können und auch öffnen werden für euch alle, dass ihr dann Fragen stellen könnt und mit uns diskutieren werden. Anfangen wird Sibylle Bauriedel. Sie ist Professorin für integrative Geografie in Flensburg und hat gerade ein interessantes Buch mit herausgegeben, Die smarte Stadt, im Transkript Verlag. Das findet ihr auch im Forum, was einen interdisziplinären Ansatz hat und auch aktivistische Stimmen zu Wort kommen lässt. Sie wird beginnen und etwas Konzeptionelles zum Smart City Konzept sagen. Danach kommt Eva Blum-Dumonté von Privacy International aus London, die sich auch schon länger mit dem Thema beschäftigt und dort eine Studie geschrieben hat, die sie uns auch gleich vielleicht kurz vorstellen wird und ein bisschen die globale Perspektive, globale Beispiele mitbringen wird aus London und aus Indien und damit auch zeigt, dass das Thema wirklich international ist und auch Städte international in eine Art Wettkampf führen kann. Als dritten Redner haben wir Stefan Kaufmann vom Projekt Verschwörhaus der Stadt Ulm. Dort, das ist sozusagen ein Ort, an dem Zivilgesellschaft und Menschen in der Stadt zusammenkommen können und zusammen Projekte anstößen können und steht im Widerspruch zu vielen Projekten, wo eben hauptsächlich Wissenschaftler, Stadtpolitiker und Industrie zusammenarbeiten, wie wir sie oft kennen. Ich freue mich, dass wir die drei gewinnen konnten, die sich schon länger mit diesem Thema auseinandersetzen, ja, und würde jetzt an Sibylle übergeben. Viel Spaß. Ja, hallo. Ich arbeite, glaube ich, mal mit diesem Mikro. Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Sibylle Bauriedel und ich habe die Aufgabe bekommen, so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven auf Digitalisierung in Städten, auf die Auseinandersetzung und die Debatte und die Entwicklung der Smart City zu werfen und das so ein bisschen zu rahmen. Ich finde immer sehr interessant, bei der Tagung Bits und Bäume eine Idee zu bekommen, aus welcher Richtung argumentiert wird. Ich gehöre eher zur Bäume-Fraktion und beschäftige mich seit ungefähr 20 Jahren mit nachhaltiger Stadtentwicklung, mit Energiewende, mit Klimaschutzfragen rund um städtische Prozesse und nicht nur in Metropolen, sondern auch in Klein- und Mittelstädten und nicht nur im Kontext deutscher Stadtentwicklung, sondern auch internationaler Stadtentwicklung und vor allem im Kontext von Metropolenentwicklung in Ostafrika. Also das Feld Umweltforschung, Nachhaltigkeitsforschung, Entwicklungsforschung ist der Hintergrund von meinen Argumenten und ganz stark auch der Hintergrund einer Diskussion, die seit einem Jahr mich intensiv beschäftigt hat in der Vorbereitung und Umsetzung eines Sammelbandes, das Leon auch schon erwähnt hat, wo es um kritische Perspektiven auf Digitalisierung von Stadt ging. Und da profitiere ich natürlich auch von den diversen Beiträgen von den 35 Autoren und Autorinnen, die an der Publikation beteiligt waren.
Also soweit zu meinem Hintergrund. Ich habe mich vor allem im akademischen Kontext mit nachhaltiger Stadtentwicklung beschäftigt, aber auch gleichzeitig im Kontext der Recht auf Stadtbewegung, vor allem in Hamburg. Und ich werde bei dem Vortrag mich eher auf die akademische Debatte beziehen und in der Diskussion noch ein paar Beispiele auch aus der emanzipativen Bewegung, vor allem aus dem Hamburger Kontext, vorstellen. Was mich bei dem Oberbegriff Reclaim the City interessiert, also in welche Richtung soll die Auseinandersetzung gehen, ist vor allem die Frage, wie mit Technologien der Gegenwart, also mit den Dingen, mit denen wir uns heute und morgen auseinandersetzen, digitalen Technologien, digitalen Infrastrukturen, Zukunft gemacht wird. Wie mit den Visualisierungen von Smart City Ideen der Stadtzukunft kreiert werden und die Frage, welche mächtigen Akteure bei der Entwicklung der Smart City Idee beteiligt sind und auch die Vorstellung von Zukunft dominieren. Was wir heute beobachten können in unserer urbanen Gegenwart, sind starke Veränderungen der Raumnutzung und der Raumwahrnehmung durch digitale Technologien, die wir im Alltag nutzen und die von verschiedenen Akteuren, und wir haben uns in anderen Sitzungen ja auch schon darüber unterhalten, welche Akteure das sind, nämlich vor allem Global Player der IT-Konzerne und der Hardware-Hersteller, die unsere Städte immer stärker prägen. Und ich möchte mal erst zurückschauen, auf welchen Entwicklungen die Smart City aufbaut. Wir reden erst seit einigen Jahren über Smart Cities. Und ich habe mir mal genauer angeguckt, seit wann gibt es eigentlich Digitalisierung in Städten? Digitalisierung vor allem in der Überwachung des öffentlichen Raums, im Verkehrsmanagement, in der Müllentsorgung ist das überhaupt kein neues Thema. Das gibt es schon seit den 70er Jahren in einigen Städten. In den 80ern hat das Thema eine größere Aufmerksamkeit bekommen, aber unter einem anderen Begriff, nämlich eher dem Begriff der virtuellen Stadt. Und da wurde auch noch nicht von Digitalisierung primär gesprochen, sondern von Telematik. Und das finde ich interessant, nochmal ins Gedächtnis zu rufen, welche Idee von Stadt, welche Zukunftsvision von Stadt in den 80er Jahren diskutiert worden sind. Und ich habe hier eine Abbildung mitgebracht von einer zentralen Publikation. In den 80ern wurde es noch nicht so breit diskutiert, wie wir das jetzt hier zum Beispiel tun. Das ist eine Publikation von der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Also primär Planer haben sich mit dieser Frage, was bedeutet die Telematik für die Zukunft der Städte, beschäftigt und hatten eine ganz andere Vision, als wir die aktuell beobachten, in welche Richtung Städte sich verändert haben. Sie haben nämlich eher prognostiziert, dass durch Telearbeit, Teleshopping, Teleentertainment, das waren ja die Begriffe der 80er, ist zu einer Dekonzentration in den Städten kommen, zu einer Verödung der Innenstädte, dass wir primär Teleshopping nutzen und eben nicht die Innenstädte mit ihren zentralen Funktionen nutzen, durch die Standortflexibilisierung der Möglichkeiten mit Telematik, dass sich vor allem Dienstleistungsunternehmen im suburbanen Raum ansiedeln, dass die Städte in die Breite wuchern und die Innenstädte eigentlich zumindest ihre zentrale Funktion verlieren und es eine Auflösung der Innenstadtfunktion gibt. Und was auch anders ist, als wir das heute beobachten, es waren vor allem staatliche Unternehmen, die hier eine große Rolle gespielt haben, diese digitalen Infrastrukturen voranzubringen. Das war in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Post, als sie noch ein wichtiges staatliches Unternehmen war. Also andere Player und eine andere Idee von Stadtentwicklung, die mit Digitalisierung verbunden wurden. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Wir können beobachten, was hat sich denn in den letzten 30 Jahren verändert. Das war nämlich nicht eine Dekonzentration, sondern im Gegenteil eine Konzentration, Metropolenentwicklung, eine Verdichtung, die auch in der Stadtvision der Smart City vorangetrieben werden soll, nämlich eine Optimierung von Verkehrsflüssen durch digitale Infrastrukturen, die im Stadtraum ausgebaut werden sollen. Und was wir auch beobachten können, dass es extrem angebotsorientiert ist, die Smart City. IT-Unternehmen, und jetzt sind es private IT-Unternehmen, verstehen
vor allem Großstädte, Metropolen, als ihr Experimentierfeld, neue Produkte zu erproben und auf den Markt zu bringen. Und das ist eine ganz andere Perspektive, als es noch vor 30 Jahren in der Diskussion von Planern und Stadtpolitikern war. Und ich möchte mir ein bisschen anschauen, was der Hintergrund ist, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat. Und das ist auch der Ausgangspunkt, von dem wir hier diskutieren. Das sind die Ideen von Stadt und die zentralen Akteure, die auch in Zukunft die Stadtentwicklung bestimmen wollen. Achso, und noch ein Punkt, diese Form von Visualisierung, die Sie unten rechts sehen, da kennen Sie auch selber Tausende von, die auf immer zeigen, es gibt in Zukunft Städte, die enorm verdichtet sind, die in der Mitte in die Höhe gehen, die sich vertikal entwickeln und vor allem in den Städten gibt es Automobilität. Ja, das ist die Vision für die Zukunft. Also was hat sich zentral verändert? Und ich möchte vor allem vier Perspektiven auf die Veränderungsprozesse ansprechen. Es gab eine technologische Transformation, die haben wir alle mitverfolgt und freuen uns auch, dass auf einem kleinen USB-Stick so viele Daten drauf passen. Also die Speicherkapazität hat sich verändert, die Konnektivität, Datenflüsse, Verbindung von Daten und Informationen haben sich verändert. Viele von uns nutzen täglich Geoinformationen, um ihre Wegeketten zu organisieren. Und es war auch in den 80ern nicht zu erwarten, dass so viele Menschen einen PC zu Hause haben oder ein mobiles Endgerät in der Hosentasche haben. Also technologische Transformation, die so stattfindet, mit der wir im Alltag umgehen. Es hat gleichzeitig aber auch eine Governance-Transformation stattgefunden, nämlich eine starke Neoliberalisierung und Wettbewerbsorientierung unternehmerischer Städte, die sich anders definieren als noch in den 80er Jahren, die wettbewerbsorientiert sich mit anderen Städten messen wollen und dieses Label der Smart City auch nutzen, um in Konkurrenz mit anderen Städten zu bestehen. Und die Metropolen in Deutschland setzen sich in Beziehung zu anderen weltweiten Metropolen im Wettbewerb, die smarteste City zu sein. Und was sich auch stark verändert hat, dass Privatunternehmen vor allem die zentralen, und das ist ja nur eine Handvoll von 10, 12 internationalen IT-Konzernen, die über Plattformökonomien wie zum Beispiel Airbnb, Amazon, Uber und proprietäre Software, das ist zum Beispiel das, was Microsoft und SAP anbietet, in die Aufgaben der städtischen Verwaltung, der Daseinsvorsorge, der öffentlichen Dienstleistung reingegangen sind und neue Betätigungsfelder und Profitfelder entdeckt haben. Also die Stadt ist zum neuen Markt geworden für IT-Unternehmen und viele Städte, und das sind eben nicht alle Städte, aber viele Städte, gerade Großstädte auch in Deutschland, ob es jetzt Hamburg ist, Berlin, München, die sich auf diese Private-Public-Partnerships einlassen und IT-Unternehmen einladen, diese Form von Datenkontrolle und Management der öffentlichen Daseinsvorsorge zu organisieren. Gleichzeitig können wir auch oder dadurch bedingt unter anderem eine gesellschaftliche Transformation beobachten, die sich in den letzten 10, 20 Jahren stark verändert hat, nämlich eine internetbasierte Kommunikation, mit der viele Menschen umgehen und sich anders organisieren. Und darum soll es ja auch in der Diskussion an den Folgebeiträgen gehen. Welche emanzipatorischen Potenziale bietet das auch? So ein Begriff wie Smart Citizen ist ein Kennzeichen dafür, dass wir auch aufgefordert werden, uns in diesen digitalen Infrastrukturen im Stadtraum zu bewegen und diese zu nutzen. Und was wir auch beobachten können, ist eine Form von Digital Divide, der sich einmal räumlich zeigt. Es sind bestimmte Stadträume, die zur Smart City werden. Das sind nämlich vor allem die Innenstadtbereiche oder die Stadtteile, die mit einkommensstarken Bewohnern versorgt sind. Wenn wir über Smart Home sprechen, sprechen wir nicht über den Sozialwohnungsbau, sondern über die Neubausiedlung. Und das zeigt sich auch im sozialen Kontext, Digital Divide, dass es zum Beispiel ein Generationen-Gap gibt oder natürlich einen Unterschied, welche Einkommen zur Verfügung stehen, um diese ganzen digitalen Infrastrukturen zu nutzen. Und wir können beobachten natürlich eine Systemtransformation,
nämlich eine Digitalisierung in allen Handlungsfeldern, die die öffentliche Daseinsvorsorge in Städten angeht. Und da möchte ich kurz noch einen Chart zu zeigen. Und es ist nicht nur die Digitalisierung des Datentransfers, sondern aktuell findet ein ganz massiver Ausbau von digitalen Infrastrukturen statt. Städte werden massiv mit Sensoren zum Beispiel ausgestattet, um Parkraummanagement, Verkehrsmanagement und andere Aufgaben zu erfüllen. Auch die Versorgung der öffentlichen Grünflächen wird immer stärker mit sensorbasiertem Monitoring organisiert. Und das ist so ein Spektrum von Themenfeldern, die zentrale Aufgaben sind der öffentlichen Daseinsvorsorge. Umweltbelange werden von der Stadt organisiert. Verkehr, Sicherheit, Energie, Bereitstellung von Wohnraum, Konsumformen zu organisieren, Abfallmanagement, sozialen Austausch zu gewährleisten und Bildung und Wissenstransfer zu organisieren. Und diese Bereiche, die die öffentliche Daseinsvorsorge in Städten angehen, also in der Hoheit der Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung liegen, sind ganz stark durch Digitalisierungsprozesse geprägt worden. Und diese Dienstleistungen und Infrastrukturen werden eben zunehmend von privaten Akteuren angeboten und sind mit einem großen Modernisierungsversprechen verbunden. Ja? Also Modernisierungsversprechen, wie hier genannt, also Optimierung, Effizienzgewinne, Zugänglichkeit und eine bessere Organisation der Stadt, die als Dienstleistung von IT-Unternehmen angeboten werden. Also ein Rundumpaket für alle Lösungen, die Städte zu bewältigen haben. Und ich möchte einige zeigen, um noch einmal zu erinnern, wie wir auch im Alltag damit konfrontiert werden. Ein Beispiel Müllversorgung, wo digitale Vernetzung eine größere Rolle spielt über Sensoren oder Freizeitnutzung, also Infrastrukturen, die im öffentlichen Raum zu finden sind. Dann Technologien, die in Zukunft eine größere Rolle spielen, auch hier ein Beispiel aus Hamburg, weil ich mich da am besten auskenne. In Hamburg wird in 3 Jahren der Weltkongress des Transports stattfinden. Die Hamburger Stadtregierung hat sich drum beworben und freut sich sehr, dass es in Hamburg stattfindet und will sich mit ihrem Smart City Konzept präsentieren, und das zielt vor allem auf Digitalisierung des Verkehrsmanagements, und das sind Abbildungen, die die Idee zeigen, wie man über Sensoren das Parkraummanagement organisieren kann. Und was wir feststellen können, mit diesen Infrastrukturen, die verbaut werden, wird auch Zukunft der Stadt manifestiert, materialisiert. Und das heißt, die Zukunft ist ausgerichtet auf den motorisierten Individualverkehr. Also es gibt keine neue Idee der Stadt der Zukunft ohne PKWs, ja, sondern Smart City heißt, mehr Städte mehr Autos in die Städte zu bringen und den Verkehrsfluss so zu organisieren, dass noch mehr Nutzer mit ihren PKWs in die Stadt kommen. Also eine ganz spezifische Vorstellung von Nachhaltigkeit. Und das betrifft auch die Idee des fahrerlosen ÖPNV, die in Zukunft in einigen Städten eine größere Rolle spielt. In Berlin wird damit ja auch experimentiert. ÖPNV ist erstmal eine gute Idee, aber auch hier motorisierter Verkehr, der in Zukunft hier auch eine Rolle spielen soll. Auch Dienstleistungen wie Carsharing führt dazu, dass primär Menschen, die vorher zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs waren, auch ins Automobil umsteigen. Also beim Verkehr zeigt sich das ganz deutlich, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung nicht so gut Hand in Hand gehen. Und ich möchte kurz noch skizzieren, was kritische Perspektiven sind, die wir hier im Blick nehmen können. Also zum einen, die Städte werden als neues Geschäftsfeld für IT-Unternehmen relevant. Smart Cities werden zum Label für unternehmensorientierte und wettbewerbsorientierte Städte. Und wir können erkennen, es geht um eine neue Idee von informationalem Recht auf Stadt, das hier zukünftig eine größere Rolle spielen soll. Also eine Nutzung von digitalen Geoinformationen für zum Beispiel partizipative Demokratisierungsprozesse, die in Zukunft eine größere Rolle spielen könnten. Und das ist eine Frage, die wir auch in der Diskussion noch vertiefen wollen. Also wir können beobachten eine Urbanisierung digitaler Technologien durch IT-Unternehmen, eine Globalisierung von Smart City Vision. Es findet eine starke Universalisierung dieser spezifischen Ideen von
Smart Vision statt und auch eine Globalisierung einer Idee, die eher aus dem europäischen Kontext kommt, eine Idee von europäischer Stadt, die auch in andere Räume der Welt transferiert werden. Die Städte, die Smart Cities in Indien, in USA, in Europa sollen im Prinzip alle gleich aussehen. Also eine Normierung und Universalisierung der von Unternehmen getriebenen Stadtideen. Und die Frage, inwieweit eine digitale Demokratisierung der Städte mit Digitalisierung stattfinden kann. Und damit möchte ich abschließen. Das sehe ich als zentrale Frage unter dem Stichwort Reclaim the City. Die Frage muss nicht sein, wie viel Smartness hat eine Stadt, also direkt in Konkurrenz um die Smartheit, sondern wie viel Urbanitätspotenzial bieten diese Digitalisierungstechnologien, digitalen Infrastrukturen, die natürlich verbunden sind mit der Frage, wer kontrolliert die eingesetzten Technologien und Infrastrukturen, wem gehören die damit gewonnenen Daten und Informationen, welchen Beitrag leisten sie für partizipative Demokratie und ein Interesse an ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit und auch die Fragen nach der globalen Gerechtigkeit, also welche auch sozialen ökologischen Kosten sind mit dem Ausbau von Digitalisierung in Deutschland zum Beispiel weltweit verbunden. Und ich möchte darauf hinleiten, dass es bei der Diskussion um Smart Cities immer um eine politische Auseinandersetzung geht, wenn wir uns fragen, wie können digitale Technologien auch emanzipatorisch genutzt werden können, ist die zweite wichtige Frage, welche Stadtzukunft ist geeignet, und über Stadtzukunft zu diskutieren, ist ein politisch umkämpftes Feld. Und darum geht es eigentlich. Es geht nicht um Smartness, sondern es geht um Stadt und Urbanität und die Idee von Nachhaltigkeit, die darin steckt. Also informationelles Recht auf Stadt. Es geht nicht nur darum, dass wir Datensouveränität haben, sondern dass wir wissen, wofür wir diese Datensouveränität nutzen wollen. Und hier gibt es ja einige Beispiele, wie auch diese Technologien genutzt werden für emanzipatorische Projekte. Es geht nur darum, das, was unter Open Source und Open Code Bewegung thematisiert wird, digitale Räume zu öffnen und eben jenseits von den Exklusionstrends, die wir beobachten können, durch proprietäre Systeme davon wegzukommen. Es geht darum, eine Vielfältigkeit der Nutzungsform digitaler Technologien im Kontext von Stadt heißt Diversität, auch diese Technologien zu nutzen. Und ganz zentral geht es darum, eine partizipative Wunschproduktion der Stadtzukünfte in Gang zu bringen und wieder hinzukommen zu einer nachfrageorientierten Nutzung von Technologien. Es geht nicht darum, dass wir diese Technologien wieder vergessen oder unsere Smartphones alle entsorgen, sondern uns überlegen, wie können sie für eine partizipativ entwickelte Idee von Zukunft genutzt werden. Und an dem Punkt möchte ich gerne an die anderen beiden Referenten übergeben. Vielen Dank. Und in dem Moment, wo meine Nachrednerin Eva hochkommt, möchte ich noch erwähnen, weil Leon das auch erwähnt hat in der Einleitung, ich beziehe mich auf eine Diskussion, die wir im Rahmen von diesem Buch geführt haben, und da es hier auch erhältlich ist, habe ich es auch einmal gezeigt. Und das sind die Themen, die die über 30 Autoren, die daran beteiligt waren, zur Diskussion stellen, nämlich auch eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit, was bedeutet eine unternehmensorientierte Stadtpolitik, die sich mit den verschiedenen Maßstabsebenen von smarten Körpern bis smarten Städten auseinandersetzen und die auch in verschiedenen Beispielen emanzipatorische Projekte der Stadt diskutieren. Dankeschön. Hello. Apologies in advance because I'll be speaking in English, but hopefully I'll try and speak slowly enough. Okay.
So, my name is Eva Bloom du Montet. I work for a charity in London called Privacy International. And as the name would suggest, we fight for the right to privacy. And we, well, fight for the right to privacy and fight against surveillance across the world. So we work with a network of partner organizations in different countries. So we try and really bring a global perspective to our research and our advocacy around privacy and surveillance. Now, what we mean by surveillance is the question of not just government surveillance, but also corporate surveillance and social surveillance. And actually, what I find particularly interesting with smart cities is the interaction between between the public sphere, the corporate, and the corporate sphere, the private sphere, that work together to create a different experience of the public space. So for the past couple of years, I've been working on smart cities. I produced a report last year on how IBM had worked on shaping what we define as a smart cities and how we think about smart cities. And as I was, before I published the report and after the launch of the report, I was often giving talks on the topic of smart cities like I'm doing now. And as I was traveling through Europe, I was always asking people, do you live in a smart city? And you know, you would think that people who were present in the room would sort of know what a smart city was, right? If they were attending talks on smart cities. And yet, one thing that was interesting to me is that most of the time, people were not raising their hands when they were asked if they lived in a smart city. And it might just be that they weren't actually listening to me. But I started asking myself, why is it that in those cities where I was giving talks, often the city was allocating quite a lot of funding to smart city development, and yet people didn't feel like they lived in a smart city? And I think there were mostly two reasons for that. One of them is there isn't really a clear definition of what a smart city is. And the bottom line really is that whoever the smart city is for, well, it's not smart for them. And so I want to go back a little bit around this idea of the definition of what a smart city is and try and deconstruct a little bit what we understand by smart city. Because one of the issues of... one of the issues with the term is that it is sold to us as this idea that technology and the collection of our data in the public space is going to transform our experience of the city. It's going to make our city more efficient. It's going to make our city more sustainable. And yet, you know, what is it? What are they actually selling to us? Is not always clear. And the fact is, I think one definition that I like to push for is just a simple idea, and it's a very basic idea, that essentially smart city is the use of technology and data collection in the public space, in a city more specifically. And so that comes down to this much more sort of basic understanding of what a city is. And then when you have this in mind, you can sort of ask maybe more, you can demand more accountability and ask for more explanation from your city. And what I mean by that is that if you look at a city like London, here is the problem that we have. There is, you know, the London Smart City Program, and that's run by the Smart London Board. And there is, I don't have the exact figure, but essentially several millions of pounds that are allocated to making London a smart city. And that's all fine, whatever that means, that's you know, clear. There is allegedly some public consultations around this. There's at least sort of a front to this program. Now,
the problem is that they're not really the only ones. Whatever they're doing, they're not actually the only ones really transforming our experience of the public space. They're not the only one working on this use of technologies that are affecting our experience of the public space. We have, for example, we have Transport for London, which is the body that's in charge of the public transport. So already, when you're in London, the way you would use the public transport is that you have a card that you tap in and out from. So they know at all points like where you're going from and where you're going to. Often that's already problematic because people don't realize that their card are tied to their identity, because the way you charge one of those cards is often by using, I won't say 99% of the case, you would use your debit or credit card. And once you start using your debit and credit card to charge your Oyster card, which is the public transport card, then the card is tied to your name. So there's already quite a lot of surveillance in the public transport, but as you'll see, because I'll be talking a lot more about them, there's a lot more that's going on as well. And you have the police, the Met Police, that also have their own digital strategy, therefore their own program that's changing the city, changing what the city looks like for people. And also at a various borough and council level, we see a lot of smart cities development. But I want to talk a little bit more. So as I said, all of those groups are transforming our experience of the public space. Now the problem is, who do you ask accountability to? All of those bodies that I've just presented, to an extent, engage in what I would refer to as a smart city, in the use of technology, in the fact that they're collecting data about us. If we take one of the two main problems, I would argue, of smart cities would be the question of surveillance and the question of exclusion. Certainly on the surveillance side of this, definitely all of those entities are surveilling us, are making our cities a space where we're no longer anonymous, where we can no longer exist as an anonymous entity in the streets. So this is another example from London. So this is, in case you can't really figure that out, this is a recycling bin. And the recycling bin was showing some advertisement on it. And, it looks all fine. As you walk by this bin, you have an ad broadcasted. Now, what people didn't realize is that the ad they were seeing, the advertisement they were seeing on the bin, was actually targeted for them specifically. And the way it was working is that essentially, as you would pass by the bin would gather the data from your phone. And based on this data, they would say, they would use the IMEI number of your phone to figure out if you were someone who walked by this bin pretty often, walked by in the area, or if you were new to the area, maybe what shop you were going from and to after. And so based on this, you would get that targeted advertisement for you. Now, people were not aware of this, and people didn't realize this. And when it came out, what people realized what was going on, because some journalists exposed the story, it caused some outrage, and the bins had to be removed. And what was interesting was the reaction of the CEO of the company that had installed those bins, and who said he didn't understand why it had caused such outrage, because London's already the most surveilled city in the world. So a little more from the TfL, the Transport for London, the public transport entity that I was mentioning before. They launched quite a large program last year on using the Wi-Fi to track people in the public transport. And the idea was that it wasn't enough to know how crowded the tube were, but what it wanted to find out
was how people walked within the station, where exactly if they used the stairs, if they used the lift, if they used elevators, where exactly they were walking within within the station. And the idea was that, you know, it would help solving the issues of overcrowding. And, you know, it was a little odd, this idea that, like, you know, you need to track people's Wi-Fi to find out exactly where they're going, as if, you know, any person who goes into the tube can't figure out themselves when the peak hours are and when the tube is crowded or not. But anyhow, that was the narrative that they were giving to us. So again, this narrative that, like, using technology, you'll get a better service from the use of technology. Now, fast forward a few months, and actually it turns out they were hoping to make quite a substantial profit from collecting the data. And arguably what they said is that they weren't selling your data, and it wasn't personal data. And that was the same thing, for example, with the recycling bins that I was telling you about. And that's actually quite an important narrative in the smart city, is that it's not personal data. And fair enough, it's not personal data that we're selling, yet they create an environment in which you're constantly tracked at all time within the tube. And based on this, they're using this information to be able to sell to companies the knowledge that they've gathered from you. And this knowledge is like, well, we know in this part of the tube, at this time of the day, people are more likely to take the elevators, or people are more likely to take the escalators. And then, you should be showing them. You should be showing them advertisement because they have more time or whatever. And actually, yesterday, we learned that they were now exploring a new way of doing this work. Not by using the Wi-Fi, but by automatically signing up all the O2 customers in London into a tracking program. Again, selling us this narrative that it's to try and save the problem of rush hour. So hopefully, we should be maybe taking their word for it, that now that they're going to be able to track every O2 customers, they'll be able to solve the problem of rush hour. But obviously, we haven't really necessarily been convinced by this narrative in the past. This is, to get a little bit away from London, this is, I think, one of the large programs that was happening when I was doing the research on smart cities, when I was publishing my report. This was in Toronto, where Google partners with the city of Toronto to create this entire smart city. And so that's kind of the fantasy of Sidewalk Lab, which is this Google company. Their idea is to create really a smart city from scratch, with a centralized identity management system, where you would use the same card for your library card, your health card, where everything, all this information is centralized. Now, just last month, actually, the person who was the privacy consultant that I had hired resigned because she said she was hoping to create a smart city of privacy, but it turns out that at the moment, the project is turning into a smart city of surveillance, which isn't entirely surprising for a Google-run project, but anyhow. And the last example I wanted to mention was the Smart City Mission in India, where it was a project that was launched in 2015, and the plan was to build 100 smart cities across the world. And so for that, there was a government body that suggested creating a livability index to clearly define, well, what are the criterions that the city needs to match to be considered smart, which, you know, you would think was a pretty good idea. But the reaction from the governments
was to refuse the creation of the index, and arguing that we shouldn't have a definition of smart cities, because they understood that the risk of having this index, of having a clear standard, was that, well, probably none of the 100 cities would actually effectively match the standards. We're now in 2018, so 4 years have passed, and yet there's yet to have sort of substantial development on the Smart Cities project. But at the same time, the lands have been forcibly taken from people, often the poorest people living in the cities. And also the project of the beautification and the cleaning of the cities have already had impact on the more vulnerable portion of the population. So, for example, there used to be street vendors in the streets, and street vendors are really important for women because they actually take part in making the city safer for women. And as many of you, many women will know, deserted streets are usually the ones where we're most likely exposed to risk of harassment. So having people in the streets that were constantly there was actually a form of protection that has now been removed by this effort to create smart city. So just to conclude, I think smart cities, insofar as we're talking about the use of technologies, they're there to stay. And it's not to say that, we shouldn't have smart cities, because that's absurd. We're not suggesting going back to the Middle Ages. But what we want is ensuring that the cities are smart for the people who live in them. So it's ensuring that there is accountability, that the technology that's being used is actually being used for the people. And maybe we need to create a new narrative where the city is not just about the data that's being collected, and rethinking new ways. And this is the topic that we are hopefully discussing here: reclaiming the city, reclaiming new ways of thinking about the city that's not just about the data that's collected for the companies. Thank you. Tut der? Jawohl. Nach diesen beiden Überblicks, nach diesen beiden größeren Blicken folgt nun der Bericht aus der Provinz. Mein Background ist, ich komme eigentlich aus dem aktivistischen Kontext. Ich habe sehr lange Informatik studiert auf Diplom und bin aus dem ganzen Open Data, Open Government, zivilgesellschaftlichen Punkt reingekommen. Bin jetzt seit 2,5 Jahren bei der Stadtverwaltung in Ulm. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, wie kann der das sowas als Stadtangestellter sagen, sage ich natürlich als Privatperson und Aktivist und nicht als offizieller Stadtmensch. Immer wenn ich nicht in Süddeutschland spreche, muss ich immer diese Folie reinmachen. Ulm ist da unten. Das sind etwa 120.000 Einwohner auf der Ulmer Seite, dann gibt es noch etwa 30.000 auf der Neu-Ulmer Seite, auf der anderen Seite der Donau in Bayern, weil Napoleon. Und wir sind theoretisch auch irgendwie in dem ganzen Smart-City-Ding drin, also ständig kommen irgendwelche Faxe oder sowas, wo Leute der Stadt dann Smart-City-Gedöns verkaufen möchten. Und das ist Teil 1 jetzt der Hype, um die es baten ist. Jetzt illustriert mit der HP-Garage, weil irgendwie Leute immer denken, man muss alles mit Start-up machen und am besten stellt man dann Start-ups hin und dann materialisieren sich von selber Leute, die irgendwie Business-Plans oder sowas haben. Am besten noch einen Tischkicker dazu. Und was immer, wie die Vorrednerinnen auch gerade meinten, mit dem Hintergrund, was heißt eigentlich Smart City, was bedeutet Smart City? Also der Eindruck der letzten Jahre war ja immer, dass dann so ein magischer, magentafarbener Zeppelin kommt, die Farbe ist rein zufällig gewählt und der wirft dann Sensoren ab und dann wird die Stadt auf magische Weise smart und dann ist hinterher der Förderzeitraum zu Ende und der Zeppelin fliegt weiter und was dann zum Schluss bleibt, sind hauptsächlich Hochglanz-PowerPoints und kein Mensch weiß, was die Bevölkerung davon hatte. Also generell ist es so, man muss nur irgendwie überall Sensoren hinmachen und der ganze Plan ist dann so ein bisschen wie bei den Unterhosen-Gnomen aus South Park. Schritt 1, überall Sensoren. Schritt 2,
Schritt 3, Profit. Wofür der Profit aber dann, also wer den Profit hinterher hat, abseits von den Menschen, die Sensoren verkaufen, ist aber relativ unklar. Problem Nummer 2, das wir als Kommune dann in der Regel haben, ist, dass das Rad ständig aufs Neue erfunden werden muss. Also egal, was die anderen haben, egal, was es schon fertig von der Stange gibt, im Zweifelsfall muss man was Neues erfinden. Das liegt zum Teil auch an der Förderlandschaft. Das ist unglaublich schwer, was Bestehendes zu verstetigen. Im Zweifelsfall muss man immer was Neues erfinden, weil sonst kann es nicht gefördert werden. Aber das letztliche Problem ist, wir können nicht gemeinsam arbeiten. Das ist auch Teil C. In der Regel sind es immer Insellösungen. Es ist nicht Kooperation, dass man gemeinschaftlich auch im Verbund von Städten, von Kommunen arbeiten kann. Das ist bei den Freiwilligen, also aus dem Civic-Tech-Bereich, bei diesem Background, ist das ganz anders. Wenn Code for Germany, das ist dieser Dachverband quasi von Freiwilligengruppen in ganz Deutschland, die Civic-Tech selber betreiben, wenn dort was entwickelt wird, dann kann das transferiert werden von der einen Stadt auf die andere. In der Regel bei diesen Angeboten, die aus der Privatwirtschaft an Kommunen herangetragen werden, ist aber so, dass das Geschäftsmodell einfach die Monopolisierung von Daten ist. Das heißt, ich erfasse es irgendwie und dann darf ich hinterher bezahlen, weil das ist das Geschäftsmodell derer, die es anbieten. Und das letzte und das Hauptproblem ist eigentlich, und dieser Beweis bleibt dann meistens aus, lösen wir eigentlich mit diesem ganzen Smart-Gedöns, was auch immer das sich dahinter versteckt, lösen wir da tatsächlich echte Probleme echter Menschen? Und dass jemand mit seiner Firma Geld verdienen möchte, ist jetzt nicht das Problem, dass sich eine Stadt aufgrund ihrer Garantenrolle, ihrer Daseinsvorsorge nähern muss. Und aus dem Hintergrund ist bei uns in Ulm, hat man das ein bisschen anders aufgezogen. Ich bemitleide die Menschen, die das übersetzen müssen. Ulm ist nicht Depper, das ist eine Abwandlung von Walter Palmitzhofer von der Open Knowledge Foundation, hat es mal geprägt, weil sein Argument ist, wenn die Smart City ja erst smart ist, wenn die ganze Sensorik ausgebracht wurde oder was auch immer für Infrastruktur verkauft wird, dann war die Stadt ja vorher deppert, weil sonst müsste man sie nicht smart machen. Und der Gegenentwurf ist, dass wir sagen, wir haben bei uns zumindest 120.000 Menschen, die sehr genau wissen, was sie eigentlich brauchen. Und wie, die Frage ist, wie können wir sie dazu ermächtigen eigentlich, sich die Stadtgestaltung selber in die Hand zu nehmen und selber Einfluss zu nehmen und selber einfach diese Aufgaben erfüllen, die ansonsten die privatwirtschaftlichen Akteure erbringen wollen würden. Jetzt kommt die einzige Folie, die ich aus dem klassischen städtischen Vortrag geklaut habe. Das sieht man gleich, gell? Das ist nämlich der Kontext, in dem wir uns da befinden. Das Verschwörhaus ist eine Einrichtung, mit dem das Ganze angefangen hat. Das ist der Ort, wie Leon vorhin sagte, das ist da das Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und der Stadtverwaltung. Das Ganze ist organisiert. Wir haben eine Geschäftsstelle Digitale Agenda, die ist im Oberbürgermeisterbereich mit drin. Und darüber laufen verschiedene Projekte. Verschwörhaus ist praktisch ein Teil davon. Das ist unter dem Forschungsprojekt Zukunftsstadt 2030 des BMBF. Es gibt die Zukunftskommune @BW. Das sieht man, dass es hip ist, weil ein Ad drin ist. Das kommt vom Land Baden-Württemberg und es gibt noch ein EU-Projekt, DR Space heißt es. Und das alles soll praktisch zusammenarbeiten mit dem Ziel, wie wir die Stadt eigentlich aufstellen können und wie wir vor allem die Kompetenz in der Kommune aufbauen können, selber zu wissen, was die Kommune eigentlich haben möchte und sich nicht darauf zu verlassen, das aus den Prospekten der Anbieter rauszuholen, sondern selber praktisch nachfrageorientiert eben umzusetzen. Ein ganz kleiner Exkurs, wie das dazu kam. Das inoffizielle Motto unseres Sachgebiets ist, im Nachhinein sieht es aus wie ein Plan. Das fing nämlich an, tatsächlich in dem universitären Kontext. Es ging darum, eigene Probleme zu lösen, vor allem aus dem Transit, also Nahverkehrskontext. Man sieht da im Hintergrund ist so ein Bildschirm, wo die Abfahrtszeiten der Busse angezeigt werden. Das war 2009, 2010 rum. Also der Hintergrund war ein ganz, ganz banaler eigentlich. Man saß im Fachschaftsbüro, hat sich ein Getränk aufgemacht, draußen fuhr der Bus vorbei. Es war Halbstundentakt, hat man sich noch ein Getränk aufgemacht, Teufelskreis. Das heißt, man wollte jetzt daraus ausbrechen und wissen, also wie kann ich einfach schnell aufmerksam gemacht werden, 10 Minuten bevor ich gehen muss, dass ich eben gehen muss, ohne auf so arkane Dinge wie einen gedruckten Fahrplan zurückzugreifen. Und da kann man eben drauf, dass man die Schnittstelle abgreifen kann. Das Verkehrsverbundes hat das auch getan. Der Verkehrsverbund dachte zuerst, wir hätten sie gehackt. Und der Bürgermeister hat darüber gelacht und fand das witzig und hat uns eine Open-Data-Konferenz gesponsert. Dazu kamen auch andere Leute, Probleme zu lösen, also aus der eigenen Bubble auch auszubrechen, nicht nur in dem eigenen Saft zu schwimmen. Das hier war etwas, was uns zugetragen worden ist. Da ging es um Kindertagesstätten, die waren auf einer Karte verzeichnet, also die waren nicht auf einer Karte verzeichnet, sondern die waren alphabetisch nach Straßennamen verzeichnet. Das kann man sich vorstellen, man zieht in ein neues Stadtquartier und muss dann erstmal bei jeder Straße von A bis Z durchackern, ist die bei mir in der Nähe und dann drauf gucken, habe ich da freie Plätze in der Kindertagesstätte. Das hier war jetzt eine Fingerübung am Open Data Day innerhalb von 2 Stunden vormittags gemacht, einfach das mal drauf zu plotten, mit ist am Platz verfügbar oder nicht.
Und da haben wir auch sehr schnell festgestellt, Prototypen machen geht ganz schnell, aber das zurückzubringen und zu verstetigen ist unglaublich schwierig, wenn man mit Kommunen zusammenarbeitet. Und das natürlich auch, 2015 sind auch in Ulm viele Geflüchtete aufgenommen worden und es war unglaublich viel schneller aus der Zivilgesellschaft raus mit Freifunk und Co. Einfach mal schnell eine Unterkunft mit WLAN zu versorgen, auf dem Dach rumspringen und Spanngurte anzubringen, als wenn man das in städtischer Rolle macht, weil dann kommt nämlich der Sicherheitsbeauftragte und holt einen vom Dach. Nicht zuletzt, Jugendmedienbildung, Nachwuchsförderung, Jugendhakt ist 2015 durch eine Kollegin Juliane Wesselowski nach Ulm geholt worden, ist seitdem ein fester Punkt da drin, einfach auch junge Leute zu begeistern, mit Code die Welt zu verbessern. Und jetzt war dann die Frage am Schluss, wie bringen wir das alles in die Stadt runter? Weil wir waren an der Uni oben, da muss man auf den Berg fahren durch den Wald mit dem Bus und ist dann an komischen Gebäuden, die komische Namen wie O25 haben. Und wir wollten das fußläufig in Innenstadtlage haben und da ist letztes Jahr ein schönes Zitat von Markus Becke dargekommen. Es ist einfacher, von Google eine Finanzierung für digitales Ehrenamt zu bekommen, als vom Staat. Und wir wollten das ein bisschen aufbrechen, haben dann eben einen Förderantrag bei der Stadt gemacht. Und das war dann das Lied, wie ich städtischer Beschäftigter geworden bin am Schluss. Und der Hintergrund ist, die Stadt macht es nicht, weil sie so wohltätig oder mildtätig ist, sondern es geht wirklich darum, wenn man sich anschaut, was da drin passiert, also das ist so dieser Weil-es-geht-Spirit. Wir haben da Menschen, die beschäftigen sich mit schnellem Netz und die sind mal drauf gekommen, alles unter 10 Gigabit ist langweilig und haben einfach mal dafür gesorgt, dass wir da eben auch 10 Gigabit in dem Haus haben, wo wir da arbeiten können. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, also ein bisschen schon, aber sondern um mal zu zeigen, da kann man sich verknüpfen. Da ist also Expertise, sowas auszubauen, hat eine Kommune in der Größe normalerweise nicht im Haus. Das heißt, das ist so eine Symbiose im Endeffekt. Die Stadt setzt sich parasitär an die an die Kenntnisse, an die Fähigkeiten der Freiwilligen dran, die da im Haus aktiv sind. Und dafür bekommen die halt ein Haus und dürfen mit dicken Routern spielen. So, das ist der Kontext mal. Und ich fand das vorhin ganz gut mit den vier Quadranten. Die passen jetzt nicht ganz auf das, was wir jetzt in Zukunftskommune und Zukunftsstadt draus entwickeln. Aber wir haben da vier Innovationsprinzipien für die Stadt mal grob skizziert. Also unsere zumindest. Und zwar Grundprinzip 1 ist eben dieses Für-alle-Prinzip. Also es geht nicht darum, elitären Menschen, die einen dicken SUV haben, möglichst den Parkplatz freizuhalten und dann kann der da hinfahren und kann locker leicht einparken und so weiter, sondern der Hintergrund ist eigentlich, die komplette Stadtgesellschaft in allen ihren Dimensionen damit reinzunehmen in den Prozess und für die einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt, analoge Alternativen ist ja einer der Punkte, die Leon an die Forderung für die Smart City gestellt hat. Das heißt, wir müssen eben auch alle Altersschichten mit berücksichtigen und die vor allem auch in den Prozess mit reinbringen, um mal rauszufinden, was sind eigentlich die Bedarfe in der Bevölkerung. Es gab da mehrere Workshops. Das ist auch so ein bisschen schwierig, immer alles mit Workshops zu machen. Also das Typische ist ja, man macht einen Workshop, hinterher wundert man sich, warum kein Mensch da ist, weil man hat einfach man macht ein Angebot und keiner kommt, weil die müssen halt arbeiten oder haben halt keine Freizeit. Der Gegenentwurf ist gerade dann eben, dass wir in Bürgerwerkstätten reingehen, in Quartieren zum Beispiel. Also wir haben dann schon Quartiersmanager, die gibt es ja, das ist ein klassisches Stadtentwicklungswerkzeug, Stadtentwicklungsinstrument, geht man eben raus und versucht da eben die Bedarfe abzufragen und die dann wieder rückzukoppeln in das, was wir tun. Generell ist der ganze Prozess so Nutzerinnen getrieben, wie es nur irgendwie geht. Also wirklich mal alles im ersten Schritt schon zu testen. Also der typische Prozess ist ja für eine Stadt, ich mache eine Ausschreibung, ich muss vorher schon wissen, was hinterher rauskommt nach 2 Jahren. Hier ist genau der Gegenentwurf zu sagen, wir machen die kleinen Nutzertests, die im Verschwörhaus im Zweifelsfall entstehen und können dann hochskalieren. Nachhaltigkeit Punkt 2, das schwappt sehr viel wieder in die anderen Bereiche auch rein. Das heißt ganz klar aus dem sozialen, ökologischen, ökonomischen Hintergrund. Und ein Beispiel, was ich damit gebracht habe, ist DigiTransit. Es gibt eine Plattform, die hat HSL, das ist der Verkehrsverbund von Helsinki, entwickelt. Die haben das praktisch selber von Grund auf entwickelt. Das ist freie Open-Source-Software. Die kann man auf GitHub sich einfach runterziehen. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, dass einer der Freiwilligen eines Tages herkam und meinte so, hey, ich habe das mal deployed und habe das mit offenen Nahverkehrsdaten, die es in Ulm schon einige Jahre gab, gefüttert. Und das finde ich ein gutes Beispiel, um diese drei Dimensionen einfach zu zeigen. Wir haben da ein ökologisches Ziel, das wir verfolgen. Also wir möchten eigentlich mehr Menschen intermodale Mobilität anbieten, dass sie im Zweifelsfall, wenn es immer geht, aufs Auto verzichten können.
Wir haben einen sozialen Anspruch da, das heißt, wir möchten das so zugänglich machen, wie es nur irgendwie geht. Und der dritte Punkt ist eben der ökonomische. Wir müssen das verstetigen. Also der Anfang ist der Proof of Concept. Das war einfach dieses Mal ein Wochenende ausrollen. Und jetzt geht es darum, weitere Datenquellen zu erfassen, Park-and-Ride, Parkplätze zum Beispiel, Bike-Sharing-Konzepte und das dann zu verstetigen, dass wir das nicht nur im Ehrenamt getragen haben, weil ich möchte nicht meine Ehrenamtlichen dem Burnout aussetzen, sondern da müssen wir eben gucken, wie kann man da auf Förderlinien das draufsetzen, damit wir es verstetigen können. Und dazu gehört eben auch immer dieser Ansatz der Offenheit, sowohl was freie Software angeht, wie auch was offene Daten angeht, weil der Hintergrund ist, offene und dezentrale Systeme haben bislang immer gewonnen. Also der Bildschirmtext hat sich nicht deswegen durchgesetzt, weil die Post eine Bundesbehörde war, sondern einfach, weil es ein geschlossener Standard war, der mit dem freien Netz nicht konkurrieren konnte. Ein Beispiel, das wurde heute auch schon hier diskutiert auf Witz und Bäume, ist The Things Network. Das ist ein Sensorik-Netzwerk für das Internet der Dinge, das aber einfach ein Mitmachnetz ist, wo sich alle im Zweifelsfall ein Gateway aufs Dach setzen können, wenn sie möchten. Und wir haben hier auch eine eigene Platine entwickelt, dass wir eben mit einer niedrigen Einstiegshürde für 10 Euro man dort mitmachen kann. Ich meine, Public Money, Public Code, das ist normal die damit verstöre ich Menschen, wenn ich das auf irgendeiner Städtetagssache vorstelle. Hier ist es halt ja normal. Letztes Beispiel hier noch, freie Lizenzen. Wie kriegt man ein Stadtarchiv dazu, die eigenen Bilder rauszubringen? Man kooperiert mit Wikimedia und macht einfach mal einen Wettbewerb, damit Menschen ihre alten Dias vorbeibringen, die digitalisieren und wir helfen damit Menschen, die normalerweise nicht darauf gekommen wären, dass sie ihre Bilder Wikimedia Commons hochladen können, bevor die irgendwie auf dem Dachboden vergammeln und haben dann im Endeffekt ein Bürgerinnenarchiv dahinter. Und der letzte Punkt, clever, das ist der etwas schwierige Versuch, smart irgendwie umzudefinieren. Normalerweise die Smart City ist immer so ein Alles-oder-Nichts-Ansatz. Also ich mache irgendwie alles, muss mit Sensorik ausgestattet sein. Ich brauche irgendwie eine Steuerzentrale. Das sollte dann am besten aussehen wie irgendwie so Enterprise-Panel, wo dann der Oberbürgermeister im großen Sessel steht und in Echtzeit auf Dinge reagiert. Wir möchten eigentlich eher diesen Bottom-up-Ansatz pflegen. Das heißt, wirklich an erster Stelle kommt der Prototyp, ich habe ein Proof of Concept und dann kommt der Nützlichkeitsbeweis. Also da muss ich wirklich auch nachweisen können, dass das der Bürgerschaft was bringt. Und das ist der Beweis, der normalerweise bei den kommerziellen Lösungen oft ausbleibt. Und dann kann ich im dritten Schritt das Ding hochskalieren, von dem kleinen Prototypen nach oben. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das sind zwei Freiwillige aus dem Haus, die sich mit Bikesharing sehr viel beschäftigen und die haben sich mal angeschaut, wie die ganzen Bikesharing-Schlösser aussehen und rausgefunden, dass es eigentlich immer nur zwei Hersteller sind. Das Ganze haben sie dann bei unserem Verkehrsminister gepitcht, der hier durch sein Parkreservierungsschild repräsentiert ist, das wir hinterher geklaut haben und haben dafür eben 15.000 Euro Förderung bekommen, dass sie das mal ausbauen können. So, und jetzt Just-in-Time-Fazit. Nutzerinnengetrieben, also wirklich nachfrageorientiert und nicht angebotsorientiert, könnte es was draus werden. Mit der Stadt, und zwar als Ganzem, die Verwaltung wie auch die Bürgerschaft am Steuer. Und dann macht die Wirtschaft im Zweifelsfall, was wir ihnen vorgeben als Auftragsarbeit. Dankeschön. Ja, das funktioniert. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit zu diskutieren. Es gibt ja drei Mikros im Saal. Könnt ihr einfach im Laufe der Diskussion hinkommen und euch schon mal Fragen überlegen. Es geht auch weiterhin über Twitter Fragen zu stellen. Die wird Juliane dann uns hier vorlesen. Und wir haben auch schon eine bekommen von Martin, der hat gefragt zur Beziehung zwischen Smart Cities in Anführungsstreichen und Munizipalismus, also eine Bewegung, die die Stadt als sehr wichtig ansieht für die Durchsetzung von Menschenrechten heute, Demokratie. Und die wollte ich vielleicht mal an euch weitergeben. Du hattest ja auch schon Recht auf Stadt in Hamburg angesprochen.
Gibt es da Verbindungen, gibt es da eine Kritik, ein Bewusstsein dafür, was unter Smart City so verstanden wird? Okay, also danke für die Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Beste bin, die da so konkret auf Municipalismus antworten kann. Ich kann natürlich ein paar Hinweise geben, was aus meinem Erfahrungskontext emanzipatorische Projekte sein können, und das können auch gerne noch andere aus ihren Städten ergänzen. Ich hatte ja gesagt, es geht nicht darum, digitale Technologien oder Infrastrukturen an sich zu kritisieren, sondern genau wie du es ja auch gesagt hast, immer die Nützlichkeitsfrage zu stellen und dann nach der Skalierung zu fragen. Im Kontext von Recht auf Stadtbewegung habe ich in den letzten 10 Jahren einige emanzipatorische Projekte beobachtet, wo ich immer sehr interessant fand, inwieweit digitale Technologien, und da war es eher digitale Medien, die eine Rolle gespielt haben, aber auch Infrastrukturen, wie die relevant geworden sind. Und da kann ich gerne ein paar Beispiele nennen, die im Kontext von Recht auf Stadt eine Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel sowas wie Leerstandsmelder, also Geoinformationsdaten zu nutzen, um einen Zustand zu skandalisieren, dass bestimmter Wohnraum und auch Gewerberaum in einer Metropole, die sich als wachsende Metropole versteht, auch zu Zwecken der Spekulation und der Profitmaximierung genutzt werden. Und dieser Leerstandsmelder ist ursprünglich von einem Absolventen der HCU initiiert worden und er ist so ein bisschen belächelt worden, welchen Zweck das erfüllen kann, und ist mittlerweile in vielen Städten im Einsatz, um auch zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ähnliche Formen der Nutzung von partizipativer Kartografie zum Beispiel hat auch in vielen Städten eine Rolle gespielt. In Hamburg wurde zum Beispiel sowas wie eine Kartografie der kolonialen Infrastruktur in der Stadt kartografiert und auch mit Informationen hinterlegt. Das sind Projekte, die auch in anderen Städten zu finden sind. Was ich auch interessant fand, jetzt letztes Jahr hatten wir in Hamburg die G20-Konferenz, da war zum Beispiel auch Computer Chaos Club sehr intensiv involviert, ein alternatives Medienzentrum aufzubauen, und das sind auch Strukturen gewesen, die dezentral über Freifunktechnologien ausgebaut worden sind und einen wichtigen Beitrag geleistet haben, auch Gegenstrategien zu entwickeln. Was ich auch näher mitverfolgt habe, war zum Beispiel Auseinandersetzung um die Olympiabewerbung in Hamburg, wo auch digitale Medien und Vernetzung eine große Rolle gespielt haben, um Gegeninformationen gegen diese massive Medienpräsenz in Hamburg in die Diskussion zu bringen. Also das sind viele Beispiele, die im Kontext von Recht auf Stadt gezeigt haben, wie nützlich bestimmte Technologien sein können. Ja, das ist ja ein ganzer Strauß an Projekten, die man wahrscheinlich auch wieder übertragen kann auf andere Städte. Und ja, einfach mal umsetzen kann, oder gibt es schon Bewegung in die Richtung? Was mich interessieren würde, bei nun ist ja Smart City für Städte oft auch ein Nachhaltigkeitsthema, ein explizites. In dem Sinne, als das gesagt wird, wir nutzen damit Technologien, um die Ressourcen, den Ressourcenverbrauch zu mindern, ob es im Verkehr oder in anderen Bereichen ist. Ich denke mir dann immer, inwiefern ist das sinnvoll, wenn es jetzt um neue Sensoren geht, dann irgendwie Ressourceneinsparungen zu realisieren dadurch, dass man neue Technik kauft. Wie kann man damit... Wie sieht das in Ulm aus? Das ist eine gute Frage.
unterm Strich muss die Vollkostenrechnung halt stimmen. Also das Problem ist ja vor allem momentan, dass ganz viele Versprechen gemacht werden, was eingespart werden kann. Oder also das wird in den Raum reingeworfen, aber der Beweis bleibt ja in der Regel auch aus. Also es wird irgendwie versprochen, dass damit eine Ressourcenverbrauchsreduktion einhergeht. Der Beweis bleibt aber meistens aus. Also im Zweifelsfall, wenn ich halt den Parksuchverkehr optimiere, dann werde ich halt, so funktioniert Verkehr, nur noch mehr Verkehr schaffen im Zweifelsfall und schaffe damit ja noch mehr von dem, das ich eigentlich nicht haben möchte. Also mehr kann ich momentan nicht sagen, weil wir haben jetzt nicht so viele Projekte, die an uns rangetragen werden, wo die Abwägung stattfinden müsste. Ist das vielleicht auch ein Problem, ein Evaluierungsproblem? Dass sozusagen Projekte als Piloten gestartet werden und ja, die Versprechen nicht immer abgeglichen werden? Die Versprechen sind in der Regel halt vor allem sehr blumig. Also da werden irgendwelche, hier passiert ein Wunderwolken aufgemacht und am Schluss soll irgendwie das Leben besser werden. Aber es sind ja in der Regel gar nicht mal Ziele vorher definiert, die man damit erreichen möchte. Also im Zweifelsfall kommt dann eben der shiny Abschlussbericht heraus mit dem großen PowerPoint, wo es dann heißt, Lebensqualität um 5 beliebige Einheitseinsätzen gesteigert. Das ist aber, also ich halte das für wenig belastbar und meistens geht es halt eher darum, das shiny neue Werkzeug zu machen oder vor allem auch dann eben den tollen Förderantrag irgendwie bedienen zu wollen. Also wenn jetzt in der IT-Strategie 22 mal Blockchain drin steht und 3 mal Open Data, dann kann man sich vorstellen, wie die nächsten Förderprojekte aussehen werden. I think there is a tie to the question of transparency, because as long as we don't have a clear understanding of what they are trying to achieve, there is no standard, there is no reason to be accountable when the people don't know what's even promised or even sold for deliverables. Gibt es, ich sehe gar keine, ne. Gibt es eine Frage? Es gibt schon wieder eine Frage aus dem Internet. Passt vielleicht auch ganz gut dran. Matthias freut sich erstmal, dass Code4 und Stefan Kaufmann schneller als Google sind und die Stadt ein bisschen aufmischen. Fragt aber, was, wenn die großen Konzerne schneller sind? Wie können wir das Ganze weniger dem Zufall überlassen? Wie können wir die Stadtverwaltung sensibilisieren für solche gemeinsamen zivilgesellschaftlichen Projekte? Also danke auch für die Frage. Also die zielt ja darauf, Alternativen zu einer kapitalistischen Nutzung digitaler Technologien und zu schaffen und nochmal darauf hinzuweisen, was in den 80er Jahren ja ganz stark in der Diskussion war, in der freien Softwarebewegung, und frei meint nicht frei von Kosten, sondern frei von Zugangs-, Nutzungs- und Veränderungsbarrieren. Also das die Quellen und die Codes frei zugänglich sind, und damit auch verbunden ist die Idee, dass Informationen und Technologien, so wie ihr das ja auch in eurem Verschwörhaus macht, die über Steuermittel, du wirst ja auch über Steuern bezahlt, also das Wissen und die Daten, die da generiert werden, auch denen gehören, die es bezahlt haben. Ja, also dass sie nicht privatisiert werden, sondern in der Hand der Bürger und Bürgerinnen bleiben. Und das ist eine wichtige Perspektive. In welche Richtung wollte ich jetzt weiterreden? Wie kann man schneller sein als Google, war die Frage, glaube ich. Ach so, genau. Mein Punkt ist eigentlich zu fragen, welche Interessen setzen sich denn hier durch? Wenn die Forderung ist, die Wissensproduktion bezahlt haben, also wer ist dafür verantwortlich, dass die das Wissen, das über Steuermittel finanziert wird, auch in der Hand der Bürger zu behalten? Und wir sollten nicht generalisieren, wie Stadtregierungen agieren. Nicht alle Stadtregierungen holen die internationalen IT-Konzerne in ihre Stadt, sondern sie reagieren auch auf öffentliche Debatten, und es braucht natürlich einen Druck aus verschiedenen Richtungen, der auf der Straße stattfindet, aber auch in den Oppositionsparteien, diese Ziele auch durchzusetzen. Und es gibt viele Städte, und das sind im Moment vor allem die Mittel- und Kleinstädte, die ja auch wissen, da geht irgendwas vor mit Digitalisierung.
Regierung und nicht abgehängt werden wollen, aber im Moment nicht so sehr unter Druck stehen wie die Metropolen, weil den größten Profit für IT-Unternehmen bieten die Metropolen. Und interessanter finde ich eigentlich zur Zeit zu gucken, was passiert in Ulm oder was passiert in noch kleineren Städten. Bad Hersfeld in Nordhessen ist eine interessante Stadt. Wenn sich Bürgermeister und die Regierenden entscheiden, wir wollen eine andere Form von Smart City entwickeln, dann kann da sich auch viel bewegen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, den Druck, bestimmte Software zu nutzen und zu privatisieren, auch abzudrängen. Ja, ich glaube, hier war eine Frage. Dürfte ich vorher noch ganz kurz auch einhaken in den Ding. Können wir eigentlich den Audiomix auf dem Monitor auch haben? Ich habe ultra Schwierigkeiten, das zu verstehen gerade. Ein Problem, mit dem wir immer kämpfen müssen, also Google ist nicht mal das Problem, dagegen anzugeben, weil da kommt ja immer dann, also wenn man Google nur erwähnt, dann meinen die ganz viele Gemeinderäte und Gemeinderäte schon, oh Gottes Willen, da müssen wir uns fernhalten davon. Weil das darf man vielleicht nicht vergessen, die Stadtverwaltung, die verwaltet nur und im Endeffekt führen wir aus, was der Gemeinderat uns vorgibt. Und wir haben den großen Nachteil gegenüber den großen Playern, dass wir nicht die Hochglanzbroschüren haben, die wir einem Gemeinderat vorlegen können, wo wir hinterher zeigen können, schau mal, das sieht doch dann voll toll aus und so könnte das hinterher aussehen mit den tollen, mit diesen typischen Smart-City-Grafiken hinterher und die Stadt wird toller und fünf Schlumpf-Wohlfühleinheiten wird es dann steigern, wenn man das ausrollt. Das heißt, da bräuchte man mal erstens, die Geschichte muss man verkaufen, die vielleicht auch mal in einem schönen Video auch mal rüberbringen können und dann kommt auch der Punkt, eben wieder aus den Prototypen mal ein benutzbares Produkt zu machen. Also da müsste man sich halt mal hinsetzen und sagen, also ich würde mich ultra freuen, wenn mehr Menschen aus dem Civic-Tech-Umfeld sich auf die Granate werfen und eine nicht so gut bezahlte Anstellung im öffentlichen Dienst anstreben würden, um da mal Dinge umzusetzen. Und I think one quick thing just to pick up on this, on the idea of how do we fight, for example, a company like Google. I think what we shouldn't forget is Google just doesn't arrive magically here on its own. Insofar as, you know, they are building the infrastructure that as a partnership with the city. So we shouldn't forget that the people we vote for are the people who then go on and sign partnership with Google. And so that, I think, is the key point of pressure that we have with smart cities that we may not have actually with the services we use online, is the role of government and the role of the people we elect in refusing this kind of partnerships as well. Okay, jetzt aber wirklich. Hallo, Sören Becker, auch einer der Autoren des Buches. Ich habe eine Art sendlich Gedankenanstoß, These, Frage, sowohl fürs Publikum als auch für den Raum. Und zwar geht es um die generelle Überschrift dieser Diskussion. Sie sagt ja, Reclaim the City. Andererseits die Diskussion, die wir führen, führt über die Smart City. Ich mache diesen Widerspruch auf, weil sich darin, glaube ich, verbirgt, dass wir oft zwei verschiedene Diskurse darin haben. Einerseits so einen smarten Tech-Diskurs, wo es darum geht, genau zu verstehen, wie verschiedene Anwendungen, wie offene Daten funktionieren können, was gebaut werden können, aber andererseits einen allgemeineren Stadtentwicklungsdiskurs, wo solche Diskussionen wie soll es einen Google Campus in Berlin geben oder nicht, eine Rolle spielen. Und diese verschiedenen Diskussionen, sie verschränken sich oft, aber die Frage wäre natürlich, und das ist dann das provokante Ende dieses Statements, ist Smart City geeignet, als Begriff für eine Bewegung dagegen oder geht es eher um die anderen stadtentwicklungstheoretischen Diskurse? Also danke, also gerne noch mehr provokative Statements. Ich sehe das genauso. Es geht nicht darum, dass wir eine bessere Smart City gestalten, aber wir kommen nicht drumherum, die Smart City-Debatte zu verstehen und zu kritisieren. Ja, wir werden es nicht schaffen, dass die IT-Konzerne wie Google, das Beispiel Toronto haben wir hier gesehen, oder Microsoft und andere, dass sie einfach verschwinden oder dass sie ihr Wissen und ihre Daten vergemeinschaften. Das wird nicht stattfinden. Wir können nur verhindern, dass sie stärker in Städte und die Entwicklung von Stadtteilen eindringen. Und wir werden auch nicht unser digitales Alltagswissen wieder
vergessen. Und wir werden auch nicht so schnell dieses Smart City-Konzept zum Verschwinden bringen. Also es braucht eine Auseinandersetzung mit dem, was aktuell passiert. Und aber genauso wie du sehe ich es auch, es braucht Alternativen, die auch alternative Narrative entwickeln. Vielleicht ist Reclaim the City ist ein Versuch, was dagegen zu setzen, aber Reclaim the City heißt erstmal was wieder aneignen, was eigentlich schon fast weg ist. Ja? Und es geht darum, was anderes als Smart City zu entwickeln. Und das sehe ich auch als eine Aufgabe hier im Kontext von Bits und Bäume, dass wir Ideen entwickeln, was anderes zu formen. Ja, kurze Information noch, weil Google jetzt öfters gefallen ist. Es gab ja in Berlin große Proteste gegen den Campus und wurde dann auch sozusagen, Google hat sich zurückgezogen und hat auch ein anderes Gebäude. Dann ist der letzte Stand zumindest, die alte Stasi-Zentrale zieht auch dort nicht ein. Aber wir haben natürlich auch andere deutsche Tech-Unternehmen in Berlin, wie Siemens, die zum Beispiel gerade eine Absichtserklärung unterschrieben haben, für 600 Millionen Euro ein großes, ja, fast ein Stadtteil zu bekommen für Industrie 4.0, Arbeit der Zukunft. Also da ist Berlin auch mittendrin, nur kurze Info. Gibt es noch Fragen? Sonst kann ich auch weiter fragen, und zwar eine ganz praktische: Was mache ich denn als Beschäftigter bei einer Stadt, wenn so ein Hochglanzprospekt bei mir auf dem Tisch liegt? Wenn ich ein bestimmtes Angebot habe, wie gehe ich damit am besten um? Wen kann ich da fragen? Also am wichtigsten ist natürlich, ob man laut Zuständigkeitsordnung überhaupt zuständig ist, weil sonst darf man, nee. Also grundsätzlich ist es so, selber wird man als städtischer Beschäftigter so ein Projekt gar nicht ausrollen, weil im Zweifelsfall kommt so ein Projekt, wenn dann über den Rat wird eingebracht, dass eine Fraktion irgendwas einbringt. Das sind dann meistens nicht ganz so konkret, also der Prospekt ist dann Anlass, irgendwas mal zu bitten, zu fordern, auszuarbeiten. Im Endeffekt geht es dann darum, dass die Verwaltung einen Vorschlag macht, wie man so etwas dann umsetzen könnte hinterher. Und da wäre meine eindringliche Bitte, wenn es zum Beispiel ein OK-Lab von Code for Germany gibt in der Stadt oder den Chaos Computer Club mit einem Alpha oder mit einem Chaos-Treff, dort einfach den Kontakt zu suchen und da den Austausch zu suchen und auch mal sich mit, die meisten Städte sind ja in Städtenetzwerken organisiert, über den Städte- und Gemeindegebund, den Städtetag oder KGSTieren, wie sie alle heißen. Da gibt es schon Expertise, das sind ja auch nur eine Handvoll von Namen von Städten, die da in der Regel dann vorne mitspielen. Aber da gibt es auf jeden Fall die Austauschmöglichkeiten und gerade eben vor dem nicht das Rad neu erfinden, echt mal gucken, was die anderen gemacht haben. Also meine Antwort geht auch genau in die Richtung. Es hilft nur vernetzen, vernetzen, vernetzen. Und Städte sind in den verschiedenen institutionalisierten Netzwerken organisiert. Aber gerade die Städte, die unwillig sind, mit IT-Unternehmen zusammenzuarbeiten, da gibt es noch Vernetzungspotenzial und wir haben ja einige Erfahrungen auch schon erlebt. Eine Metropole hat es auch versucht, nämlich München, und hat schon sehr früh sich verabschiedet von dem proprietären System und hat über Linux basiert eine eigene Verwaltungssoftware aufgebaut und ist damit gescheitert. Ja, und das hat nicht allein deswegen gescheitert, weil die jetzige Regierung in München wieder Microsoft reingeholt hat, sondern weil sie sich einfach nicht ausreichend gut vernetzt haben und andere Großstädte gewartet haben, wir schauen mal, wie München das hinkriegt und wenn das dann gut läuft mit ihrer freien Software, dann machen wir das vielleicht auch. So funktioniert das nicht und das wissen diejenigen von euch, die mit offener Software arbeiten, das funktioniert nur, wenn möglichst viele diese Software weiterentwickeln. Und so muss es gehen, dass viele Städte sich zusammentun, möglichst Städte, die ähnlich groß sind, weil sie eben ähnliche Aufgaben haben und ähnliche finanziellen Ressourcen und zusammen an geeigneten Softwarelösungen arbeiten, die sie auch einsetzen können und weiterentwickeln können. Und dass das Wissen über diese verwendeten Codes und Daten und Informationen in der Hand der Stadt und ihrer Bevölkerung bleiben. Vor allem München war halt, also
Das war halt wieder der klassische Alles-oder-Nix-Ansatz. Es muss aus dem Stand raus, musste komplett alles, sollte alles ersetzt werden und nicht klein anfangen, wachsen, sonst irgendwie. Das ist halt wie die SAP-Einführung, wo dann nicht SAP als stützendes Werkzeug dahinter steht, sondern dann die ganze Firma auf SAP umgestellt wird im Endeffekt. Also das kann, glaube ich, nicht gut gehen. Und ich denke auch, da kommen die beiden Diskussionen, nämlich Stadtentwicklung, Stadtpolitik, Smart City auch ein Stück weit zusammen in München. Microsoft hat in München auch eine neue Zentrale aufgebaut und da hat dadurch natürlich auch Verhandlungsmacht ein Stück weit, würde ich sagen. Ja, vielleicht mal eine Frage nochmal an dich. You talked about the experience of public space, also on a personal, individual, but maybe also collective level. How can we try, and you're talking about privacy, global movement, and activism. How can we shape a movement for the protection of public space in this sense on a city level too? And is there a way maybe for cities to work together in this regard? Well, it's a little difficult, to be honest, for me to answer, really, because obviously it depends on the geographical context. But already, I mean, in Europe, we're starting to see some interesting initiative, for example, in Barcelona. And I think around the issue of data commons, for example, and putting the data gathered from the city in commons. So I think definitely with the European Union, I think that there's also an opportunity for models to be easily reproduced, because in terms of size, in terms of issues, I think a lot of cities have a lot to share and a lot in common. I think, and you know, maybe sadly, but a lot of it seems to depend largely still on local governments, because at the end of the day, they are the ones who have the final say on a lot of the infrastructure and a lot of, you know, defining what becomes our cities. And actually, so what was interesting, for example, with Barcelona is the current group that's in power emerged from Los Indignados, the protest movement that was happening in Spain a couple of years ago. So I think there's definitely it definitely shows that actually protest movement can evolve into elected groups. That was for that reason an inspiring movement. But I think one of the ideas, and especially as we were discussing reclaiming the cities, what we want our cities to look like, there is definitely a discourse to be had about how do we build a smart cities that's not just about the data collection, that's not just about going beyond technologies. What does a good city look like? And I think that's definitely something we can try and look at other models within the cities we live in. For sure. Ja, ich glaube, wir haben wieder eine Frage. Sie haben am Anfang am Beispiel von Hamburg über die prognostizierte zunehmende Pkw-Zahl in den Städten gesprochen, und es ging dann darum, die irgendwie smarter zu parken, sag ich mal. Und inwieweit ist man denn vor der Tatsache, dass parkende Autos extrem viel Platz wegnehmen in Städten, überhaupt jetzt am deutschen Beispiel ist es vielleicht ganz gut zu sehen, überhaupt bei so einer starken Autolobby überhaupt gewillt als Stadt da zu intervenieren, jetzt nicht nur am Beispiel von Hamburg, sondern auch wie andere Städte damit vielleicht umgehen? Ja, danke. Ich kenne das Negativbeispiel Hamburg einfach am besten. Darum habe ich darüber gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Konzepte, wie man mit Parkraum umgeht und auch über Parkraummanagement
eine Stadtentwicklung steuern kann. Zum Beispiel Oslo schafft jedes Jahr einen größeren Anteil von, ich glaube, jedes Jahr 10% ihres Parkraums schaffen sie jedes Jahr ab. Also es wird sukzessive weniger. Und das ist ja eine Idee, einfach keinen Parkraum als öffentliche Fläche für private Nutzung zur Verfügung zu stellen. Also diese Ideen gibt es ja durchaus. In Hamburg wird das aber nicht gemacht. Also es steht überhaupt nicht zur Diskussion, Parkfläche abzuschaffen, sondern eben noch intensiver zu nutzen. Und das ist technologiegetriebene Stadtpolitik, ja, weil es gibt dieses Angebot, wir können es schaffen, dass eure Parkplätze immer besetzt sind, und das Argument, was dahinter steht, was auch mit Nachhaltigkeit verbunden wird, es gibt dann keinen Parkplatzsuchverkehr mehr. Ja, und das ist auch das Argument, was die Hamburger Stadtregierung dann weiterträgt. Ja, das ist eine Optimierung. Ja, es führt aber dazu, dass es natürlich mehr Autos in der Stadt gibt. Und das ist einfach eine politische Entscheidung, was für ein Verkehrskonzept ich möchte. Möchte ich ein stark motorisiertes Konzept oder eben nicht? Ich kann mir auch eine Stadt vorstellen, in der die ganze Innenstadt befreit ist von motorisiertem Verkehr. Das habe ich aber noch nie gehört in Verbindung mit Smart City oder digitalen Technologien, weil dann kann man eben mit den Mitteln der digitalen Infrastruktur nichts verdienen. Ja. Und was wir auch beobachten können, aber da kann ich überhaupt keine Zahlen zu liefern, weil die niemand erheben möchte. In Hamburg und in anderen Städten sind alle großen deutschen Automobilunternehmen am Start, um Carsharing anzubieten. Ja, das ist Mercedes-Benz, das ist VW, das ist BMW. BMW möchte es auch noch nutzen, um ihre E-Autos in den Stadtraum zu bringen. Und das ist natürlich eine Marketingstrategie. Machen Sie doch mal ein bisschen Carsharing, probieren Sie mal unser motorisierten BMW aus, in der Hoffnung, dass die Dinge auch gekauft werden. Ja, also das sind alles verkaufsfördernde Versuche, die unter dem Label Smart City in die Stadt gebracht werden. Und es wird im Moment nicht erhoben, ob das den Menschen ihren Pkw verkaufen und dann einen Leihwagen nehmen, weil die Befragungen, die es bis jetzt gibt, eigentlich zeigen, dass es eben die sind, die vorher keinen Pkw hatten, die diese Angebote nutzen und angeteasert werden, sich vielleicht so ein E-Smart zu besorgen. Ich finde, es zeigt auch zwei Punkte ganz gut. Das eine ist, man könnte sich jetzt politische Ziele nehmen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte den Anteil des MIV auf 30% reduzieren am Modal Split, und dann nehme ich Technologie als Werkzeug, um dort den Weg hinzunehmen. Also ich würde mich zum Beispiel unglaublich freuen, mal eine evidenzbasierte Politik zu machen, indem ich mal messe, wie sieht es eigentlich aus, vor oder nach einer Sperrung einer Hauptverkehrsachse, kommen die Menschen trotzdem durch die Landschaft, indem ich den Modal Split wirklich mal automatisiert durch Sensoren erfassen könnte dort. Das könnte ich dann dem Rat vorlegen, und dann können die darauf Entscheidungen fällen, wenn sie sich denn von so Sachfragen leiten lassen. Und der zweite Punkt ist, was Eva vorhin sagte, der Punkt ist, die Verwaltung führt nur aus, aber die Politik entscheidet. Und im Zweifelsfall bedarf es des Drucks von der Straße. Und wenn die Straße vor allem in einem Wahlkampf fordert, dass sie eine autofreie Stadt möchte, so wie das in Berlin mit dem Mobilitätsgesetz passiert ist, also der Verwaltungsmitarbeiter in mir wird sich sehr darauf freuen, wenn das dann dazu führt, dass ich dann sowas umsetzen darf mit der Smart City. Aber eben nicht nur Sensoren draufschmeißen, um den Status quo irgendwie effizienter zu machen, sondern wirklich mit einer Zielrichtung, wo es eigentlich hingehen soll. Ja, ich denke, wir haben noch Zeit für eine Frage, wenn noch jemand eine hat. Felix Hartenstein, ich habe auch nochmal so eine etwas provokante Frage/These. Und zwar fällt mir in der Debatte immer wieder auf, dass Beispiele wie jetzt zum Beispiel das Verschwörhaus sind ja so ein bisschen anekdotisch. Da gibt es verschiedene Beispiele, die immer wieder auftauchen, wie Sensoren zur Messung der Luftreinheit. Aber wie gesagt, das ist oft sehr anekdotisch, und die ganz große Entwicklung wird doch irgendwie von anderen Playern vorangetrieben. Und meine Frage, These wäre in diesem Zusammenhang, bei aller Liebe für dezentrale Lösungen, brauchen wir vielleicht nicht doch landesweite, zentrale Lösungen, um auch eine Form von Masse zu erzeugen, an die Leute sich auch wieder einklinken können? Also es wurde ja auch eben gesagt, es bringt nichts, wenn jede Stadt ständig ihr eigenes System entwickelt. Bräuchten wir also eine Form von, ich weiß nicht, Städte
App-Set sozusagen oder Ähnliches, die dann auch für den Nutzer entsprechend wieder eine Bequemlichkeit bietet, um auf dieser Ebene auch konkurrieren zu können mit den großen Anbietern. Ist die an Stefan? Oder? Ich nehme das mal so an mich gerichtet wahr. Jein. Also ich glaube, mittelfristig wird kein Weg daran vorbeiführen, weil es einfach nicht eine Stelle allein machen kann, ganz klar. Ich halte aber wenig davon, also das typische Verfahren in so einem Kontext wäre, dass man erstmal einen Lenkungsausschuss macht und einen Arbeitskreis und so weiter und dann macht man eine Zielkonzeption und eine Zielvereinbarung und so weiter und dann sind 5 Jahre rum und man hat ganz viel Papier produziert. Und das Problem ist eigentlich mal, die Denke reinzubringen in eine Landesstruktur, wie man mal eine Butter bei die Fische bringt. Meine Hoffnung ist, dass die Anekdoten, und du hast vollkommen recht, das sind Anekdoten, die man dann gerne erzählt und dann so, ha, schon mal die aufmüpfigen Ulmer oder sowas, dass die als Anreiz gereichen, sowas woanders hin zu transferieren und dass das dann aber wachsen kann. Dass dann wirklich so wie eigentlich in dem Beispiel, zuerst kommt der Proof of Concept und dann kommt die Skalierungsphase. Das sind wir jetzt vielleicht noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn es passiert. Wenn wir aber halt als Grundprinzip haben, dass wir freie, quelloffene Software und Open Data nehmen, haben wir damit auch die Möglichkeit, dass verschiedene Städte dezentral an gemeinsamen Projekten arbeiten könnten. Und dann wäre die Landesfunktion oder die Bundesfunktion, wenn dann nur eine koordinierende und eine irgendwie mal zu gucken, die Ressourcen zu bündeln und wo kann ich dann Geld hinpacken, um zum Beispiel ein Teilprojekt weiter zu fördern. Das würde ich sehen, aber ich halte nichts davon, mal den großen Regenschirm aufzuspannen und dann kommt die super Landesbehörde und macht geilen Scheiß. Also das habe ich schon, also... Vielleicht nur zum Ergänzen, es gibt, die Bundesregierung wird auch im nächsten Jahr ein Förderprogramm eigenes für Smart Cities aufsetzen und das wäre natürlich ein Punkt, wo man solche Forderungen einbringen könnte und sagen kann, wie schaut's aus, können wir offene Standards bzw. freie Software darin verankern und dann eben auch Kooperationen bilden, sodass eben nicht nur es immer wieder Insellösungen gibt. Das wäre genau der Punkt. Du wolltest noch was sagen? Ja, also ich möchte auch ein bisschen davon wegleiten, immer nur zu überlegen, wie kann man Smart City besser machen? Also wie kann man diese Technologien vielleicht durch freie Software ersetzen, sondern es muss ja darum gehen, klarzumachen, die Probleme, die angegangen werden müssen, heißen bezahlbarer Wohnraum für alle, es braucht eine bessere Mobilität, die weniger Verkehrstote und weniger Gesundheitsschäden verursacht. Das sind ja die zentralen Probleme, die in den meisten Städten die drängendsten sind und dann zu fragen, ach und wir haben digitale Technologien, helfen die uns dabei eigentlich? Und zum Thema der Gentrifizierung helfen diese Smart City Angebote überhaupt nicht und zum Thema des sozialen Wohnungsbaus helfen die auch nicht und die meisten Fragen, die drängend sind und die für eine solidarische Stadt bedeutsam sind, sind die Angebote, die es bis jetzt gibt, im Kontext von Smart City nicht hilfreich. Ja? Und das muss eigentlich der Ausgangspunkt sein in der Diskussion. Okay, ich glaube, unsere Zeit ist rum. Ja? Ich darf nichts mehr sagen. Ja, vielen Dank. Das war ein bisschen abruptes Ende jetzt. Aber die Diskussion geht weiter, auch auf der Konferenz hier. Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr gekommen seid und dass ihr hier wart. Und ich freue mich auf Gespräche, Anmerkungen. Ja, danke.